Mr. Podolyak, the situation in Kharkiv. Herr Podolyak, die Lage in Kharkiv ist für die Ukrainer sehr schwierig. Wie groß ist die Angst, dass russische Streitkräfte näher an Kharkiv vorrücken? Alles, was in der Region Kharkiv passiert, hat drei Komponenten. Russland hat Ressourcen angesammelt und möchte seine Initiative umsetzen. Sie wollen die Frontlinie dehnen. Das ist ihr Hauptziel. Unsere Reserven zu strecken, ist die Schlüsselaufgabe in dieser Phase des Krieges. Sie wollen eine große Frontlinie von 1300 Kilometern. Und diese soll überall brennen. Der zweite Punkt ist, näher an Kharkiv heranzukommen und es nicht zu erobern, sondern mit gelenkten Bomben, ballistischen Raketen und Artillerie anzugreifen. Um dies zu erreichen, müssen sie 20 bis 30 Kilometer von Kharkiv entfernt sein. Sie wollen diese Stadt zerstören, Panik verbreiten und so weiter. Aber diese ist bereits unter Kontrolle. Wir haben dorthin bestimmte Reserven gebracht. Die Lage ist schwierig, aber die Russen machen keine Fortschritte. Sie sind 3 bis 4 Kilometer von der Grenze entfernt. Experten und internationale Politiker befürchten, dass die Ukraine nicht genügend Soldaten hat. Sogar der US-Außenminister Blinken sprach über eine Mobilisierung. Ist das am Ende das größte Problem der Ukraine? Dies ist eine komplexere Frage, da mehrere Faktoren die Qualität der Mobilisierungsverfahren beeinflussen. Der Schlüsselfaktor ist das Gefühl für die vorhandenen Ressourcen, das Gefühl, dass es genug Waffen und Munition geben wird. Die Menschen wollen nicht in den Krieg ziehen. Und das ist nicht nur in der Ukraine so. Wenn sie verstehen, dass es einen großen Mangel an Waffen gibt, ist die Bereitschaft gering. Leider gab es Engpässe. Heute sehen wir eine andere Situation. Die Hilfe ist freigegeben und es gibt militärische Pakete aus europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten. Unter diesen Bedingungen verläuft die Mobilisierung anders. Es gibt auch ein neues Gesetz, das bereits verabschiedet wurde. Zweitens gibt es andere Arten von Ausbildung, einschließlich psychologischer Schulung. Und drittens gibt es genug Menschen, die bereit sind, die Ukraine zu verteidigen. Das Wichtigste ist jedoch die Bereitstellung von Ressourcen und die Garantie, dass diese Ressourcen in ausreichendem Maße vorhanden sein werden. Heute versteht die Ukraine, dass es genug Ressourcen geben wird und die Mobilisierungsprozesse werden besser verlaufen als vor 2, 3 Monaten. Wenn also alles so weitergeht wie bisher, werden Sie den Krieg verlieren? Ja, genau das meine ich. Dies ist kein Krieg um ein Gebiet, in dem Russland alles zerstört. Nach 2 Jahren und 3 Monaten Krieg ist das bereits offensichtlich. Schauen Sie, wie rücksichtslos sich Russland heute verhält. Sie kritisieren jeden, sagen, dass sie sich in interne politische Prozesse einmischen, politische Provokationen finanzieren und so weiter. Wenn sie sich als Sieger betrachten und eine Armee von 1, 2, 3 Millionen Soldaten haben, die den Krieg erlebt haben, glauben sie, dass sie dann gerecht und höflich sprechen werden? Werden sie jemals sagen, wir glauben, dass auch ihre Interessen zählen und berücksichtigt werden sollten? Nein, sie werden sich anders verhalten. Russland befindet sich heute am Höhepunkt seiner negativen Entwicklung. Wenn sie sich als Sieger betrachten, werden sie ultimative Forderungen stellen, und zwar nicht nur an die Ukraine. Es ist offensichtlich, sie werden auch an Europa ultimative Forderungen stellen. Dass Russland das Recht hat, internationales Recht zu nutzen, aber nicht verpflichtet ist, sich an die Bedingungen des internationalen Rechts zu halten. Es wird alle bilateralen Beziehungen dominieren. Für Europa ist dies ein Problem einer unsicheren Zukunft.